ging der Zweite Weltkrieg fast an den ostfriesischen Inseln vorbei. Bis 14 Tage vor Kriegsende. Innerhalb von 20 Minuten verwandelten 482 Bomber der Alliierten die Insel Wangerooge in eine Kraterlandschaft. Alles fiel in Schutt und Asche. Die Opfer waren hauptsächlich Zivilisten. Unser Kollege Eike Besuden hat mit Inselbewohnern gesprochen, mit einem ehemaligen Zwangsarbeiter und einem Bomberoffizier über die Festung Wangerooge. Und wir mussten sofort rein und sofort in den Keller. Und wir waren gerade im Keller, also alle Leute im Hause sind nur runtergestürzt, weil das so schnell hintereinander kam. Und man hörte auch schon irgendwie Summen, also Flugzeuge. Und dann rumste es schon. Wir saßen gerade im Keller. Early afternoon, it would be, and a very nice sunny day, similar to today. And we flew out, we rendezvoused with the aircraft from other squadrons over the North Sea, and then flew almost directly to the island of, your pronunciation again, I've forgotten, I called it Wangerooge, but... Wir kamen hier runter und dann sahen wir auf einmal die Flieger oben, die ja täglich kamen. Die haben uns eigentlich gar nicht mehr ausgemacht. Die kamen tagtäglich rüber. Aber plötzlich kamen zwei oder drei Maschinen, kann ich nicht mehr sagen, runter, schmissen ihre Tannenbäume. Ich weiß nicht, was die da im Begriff sind. Auf jeden Fall Leuchtkugeln, alles voll. Und da wussten wir Bescheid. Also Bombenangriff. 480 Bomber waren am Nachmittag des 25. April 1945 auf dem Weg nach Deutschland. Nach etwas mehr als zwei Stunden bot sich allen Piloten das gleiche Bild. Am Horizont die norddeutsche Küste mit den ostfriesischen Inseln, die letzte in der Reihe Wangerooge. Heute, 50 Jahre danach, sind auf der Insel kaum noch Spuren dieses Tages zu entdecken. Die meisten Bunker der ehemaligen Festung sind inzwischen gesprengt oder während des Angriffs zerstört. Die Reste der Vergangenheit von Dünen überwuchert. Für die Touristen bleibt dieser Teil der Inselvergangenheit eher verborgen. Sie kommen schließlich nicht, um in Bombentrichtern zu baden, das könnte man heute noch, oder um sich erzählen zu lassen von der schrecklichsten Viertelstunde, die die Insel je erlebt hat. Nach 5 Jahrzehnten wird das Interesse geringer, die Zahl derjenigen, die es miterlebt haben, kleiner. Aber für kaum einen Ort in Deutschland ist die Geschichte des Zweiten Weltkrieges so detailgenau aufgeschrieben wie für Wangerooge. Hans-Jürgen Jürgens hat 10 Jahre an diesem Schreibtisch gesessen und versucht, ein Kriegstagebuch zu schreiben. Im Laufe der Zeit hat er für diese Arbeit ganze Schränke voller Material gesammelt, tausende Fotos sortiert, zugeordnet. Er hat Tagebücher ausgewertet, Feldpostbriefe gelesen, Augenzeugen befragt und Zeitungsmeldungen verglichen, um im Laufe der Jahre ein immer genaueres Bild der 6 Kriegsjahre auf der Insel zu bekommen. Ich habe hier gerade ein Bild, das ist allerdings von etwas späterer Zeit, von 1944, von einer Hochzeit. Also Hochzeiten wurden gefeiert. Natürlich nicht so oft in der Kirche. Es gab damals auch die sogenannte deutsche Hochzeit, die ohne christlichen Segen hier vonstatten ging. Es wurde Taufen gefeiert. Die Wangerooger wurden zu Batteriefesten eingeladen. Man ging ins Kino. Meine Mutter schreibt in ihrem Tagebuch, dass sie im Kino gesessen haben und diese Vorführmaschinen, die waren so laut und draußen schoss die Flak, dass sie sagten sich, hoffentlich hört der Vorführer,
hoffentlich hört der Vorführer das Flakschießen nicht. Dann muss er nämlich den Film abbrechen. Dann müssen wir alle nach Hause im Keller. Und dann müssen wir eine Viertelstunde nach Entwarnung müssen wir alles zusammenfinden, im Kino hangen, im Hotel hangen. Und dann ging es weiter. Aber wenn er das Flakschießen nicht hört, dann lief der Film glatt durch. Und da waren natürlich alle dran interessiert. Die Wangerooger fühlten sich relativ sicher während des Krieges. Der Inselalltag fast genauso wie vor dem Krieg. Badegäste kamen zwar immer seltener, aber die über 1000 Soldaten sorgten auf ihre Weise für Abwechslung. Feindliche Flugzeuge waren zwar oft zu hören, hatten aber nie Wangerooge als direktes Ziel. Besonders die ehemaligen Inselsoldaten haben den Hobbyhistoriker Jürgens mit Materialien für seine Arbeit überschüttet. Da habe ich 10 Jahre gesammelt und dann habe ich noch mal 10 Jahre geschrieben. Fast jeden Tag. Morgens ganz früh aufgestanden. In einem Jahr habe ich mich sogar vom Kegelclub befreien lassen im Winter, weil ich dachte, ich würde es im Winter schaffen, aber dann waren doch noch mal 6 Jahre. Hat es noch 6 Jahre länger gedauert. Allerdings muss ich dabei sagen, wenn ich das gewusst hätte, dass das länger als 2 oder 3 oder 4 oder 8 Jahre oder 9 Jahre oder dann auch sogar 10 Jahre dauerte, dann glaube ich, hätte ich es nicht gemacht. Ein Rückblick aus Einzelschicksalen, offiziellen Verlautbarungen und persönlichen Erinnerungen. Ein eher undramatischer Kriegsalltag. Dann, 3 Wochen vor Kriegsende, für Soldaten und Zivilisten der Schock. Am 18. April 1945 mittags, da klirrten hier die Scheiben so stark und wackelten die Wände, dass die Leute, die im Keller waren, dachten, wir hätten einen Angriff auf Wangerooge. Aber in Wirklichkeit war es ein Angriff auf Helgoland. Dadurch, dass diese von 1000 Bombern, fast 1000 Bombern, abgeworfene Bombenlast auf diesen Felsen knallte, übertrug sich das durch den Meeresboden und dadurch klärten hier die Scheiben. Und als das passiert war, da wusste man, das nächste Ziel ist Wangerooge. Und dann ging eine Hektik los, dass überall ein Mann Löcher eingegraben worden. Es wurden Betonrohre eingelassen, das haben Soldaten gemacht, das war für die Zivilleute zu schwer, denn es waren die meisten Wangerooger Männer waren ja weg, die waren an der Front. Und es wurden hier viereckige Löcher ausgehoben, die wurden mit Brettern abgesteift und kam Deckel drauf, das waren sogenannte Ein-Mann-Löcher. Da man wusste, in solchen Löchern ist man viel sicherer als in einem Keller hier der Häuser. Anfang April 1945. Frankreich, Belgien und große Teile Deutschlands sind bereits von den Alliierten besetzt. Mitte April 1945 fehlt nur noch die Küstenregion. Die First Canadian Army rückt von Südwesten Richtung Norddeutschland vor. Schwer bewaffnete Stellungen der deutschen Kriegsmarine sollten hier eine zweite alliierte Invasion von See verhindern. Das ist auch die Aufgabe der Festung Wangerooge. Die militärische Bedeutung ist zwar unklar, aber mit Widerstand wird natürlich gerechnet. Britische Aufklärungsflugzeuge haben lange vorher beobachtet, die Insel ist gespickt mit Geschützen. Von Westen bis Osten liegt eine Batterie neben der anderen. Die meisten Bomberangriffe auf Deutschland werden zu dieser Zeit von England ausgeflogen. Nördlich von London gibt es Dutzende größerer und auch kleinerer Einsatzflugplätze, von denen Lancaster, Halifax und Moskitos Richtung Deutschland starten. Englische Maschinen, die aber auch von Kanadiern und Franzosen geflogen werden. Die meisten Besatzungen gehören allerdings zur britischen Royal Air Force, wie Ronnie Holmes. Well, I was part of the crew of a Halifax bomber. My particular job was the radio operator. I don't know if you know, but there was a crew of 7. Pilot, navigator, flight engineer, bomb aimer, radio operator, and 2 gunners. We were a fairly experienced crew. We'd done several fairly deep penetration operations into Germany. Mm-hmm. Where have you been before? Essen, the Ruhr on 1 or 2 occasions, Gelsenkirchen,
Hamburg, Mainz, Van Ankel, if that is the correct pronunciation. Targets of that nature. Zur Buchführung der Mannschaften gehört es auch, jedes Ziel in das persönliche Logbuch einzutragen. Zu Wangerooge gehört in diesem Fall die Flugzeit für den Bomber, 4 Stunden 20 Minuten hin und zurück. We were told that the object of the exercise was to knock out heavy naval guns, which protected the approach to, I've forgotten the name of the German cities, to Bremen and one other one. Wilhelmshaven. Wilhelmshaven, that is correct, yes, Wilhelmshaven. And the object of the exercise was to knock out these coastal batteries. We were told that they were quite ineffective as anti-aircraft guns. And as a consequence, we were to go in at a fairly low altitude. 8,000 feet was the bombing height. Vom Flugplatz Alvington sind allein 30 Halifax-Bomber Richtung Wangerooge gestartet. Die alten Anlagen stehen noch, denn auf dem ehemaligen Militärgelände befindet sich heute das Yorkshire Air Museum. Ronnie Hermes hat, wie viele andere, persönliche Gegenstände für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Karten und eine Uniform. Heute können auch hier Fragen gestellt werden, die vor 50 Jahren tabu waren. Zum Beispiel, warum 2 Wochen vor Kriegsende noch ein so schwerer Angriff auf Wangerooge geflogen wurde. David Lamp, der Museumsleiter. The records show that raids were continuing way up until the armistice came into force in early May. I think that nobody really believed the war was over until it actually was formally over. And that there was always a fear that although the Allies were clearly winning, that the resistance could go on and on and on for a very long time. And it was necessary to maintain a certain amount of pressure in order to achieve the victory that they were seeking. Alvington gehörte zu den wenigen Flugplätzen, von denen britische, kanadische und französische Kommandos starteten. Gegen Ende des Krieges 2, manchmal 3 oder noch mehr Einsätze pro Woche. Von den alten Halifax-Bombern gibt es auf der ganzen Welt nicht eine einzige erhaltene Maschine. An ein Museum hatte damals niemand gedacht, auch die Besatzungen nicht, die hatten schließlich ganz andere Sorgen. We were worried about getting killed. It was a very dangerous occupation being aircrew in the Royal Air Force. I think the casualty rate was almost as high as the German submarine crews. So yes, you were always worried about not coming back. But what did I think about going out? Well, it was just another operation, we were thinking about doing what we were briefed to do and getting back safely. Für die Soldaten in den Wangerooger Dünen gab es immer wieder Einzelangriffe von feindlichen Jägern. Über 100 Piloten haben sie im Laufe der Jahre abgeschossen. Und bis in die letzten Kriegswochen wurde gebaut und gebaut, Schützengräben, Bunker und Unterstände. Aus sicherer Entfernung beobachtet von Aufklärern, die sich ein aktuelles Bild machen wollten. Schließlich konnten die Alliierten nicht ahnen, dass Wangerooge Anfang April zwar zur Festung erklärt, deswegen aber nicht ein Geschütz mehr auf die Insel geschafft wurde. Hier steckte man wie überall den Volkssturm in Uniformen, unter anderem Kinder und Jugendliche, die an ein spannendes Abenteuer glaubten. Ich war Flatthelfer in Jever und wurde dann, weil ich Insulaner bin und Wangerooge, hier wieder abkommandiert nach Wangerooge. Und somit habe ich dann auch am 18. Februar den Angriff auf Helgoland miterlebt. April, Entschuldigung, ja, April. Nee. Und wir saßen alle unten drin, wir haben uns erst gar nicht bei gedacht. Es war sehr viel Vibration hier im Bunker und auch Leute waren alle aufgeregt. Und wo wir das dann rauskriegten, dass Helgoland bombardiert war, sind wir rausgerannt, oben auf die Düne und haben uns das von oben angeguckt. Es war ein sehr schöner Apriltag, sehr klar und Sonntag und da konnte man wunderbar Helgoland sehen und auch die Angriffe verfolgen. On April 18, nearly 1,000 aircraft of Bomber Command
escorted by Mustangs and Spitfires of Fighter Command, made a heavy and concentrated attack on the naval base and fortress island of Heligoland, whose guns guarded the approaches to Hamburg and Bremen. So dicht war der Krieg vorher nie an Wangerooge herangekommen. Und das gleichzeitig mit Meldungen über die vormarschierenden kanadischen Truppen in Ostfriesland. Haben die Insulaner an diesem Tag damit gerechnet, auch angegriffen zu werden? Nein, da haben wir nicht mit gerechnet. Da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet, dass sie hier rüber kamen. Obwohl wir denn ja drei Tage später hier Flugblätter abgeworfen wurden auf Wangerooge. Und da hieß es, wenn ihr euch nicht die Festung nicht aufgebt, dann seid ihr dran. Und das haben sie ja nicht aufgegeben und somit sind wir dann am 25. April reingekommen. Der Beschluss. Unter Top Secret wird am 25. April 1945 ein Protokoll über eine Besprechung geschrieben, die am Tag davor im Hauptquartier des 2. Kanadischen Korps stattfand. Ergebnis? Der vortragende General Simons erklärt die Notwendigkeit, die östlichen ostfriesischen Inseln, also Spiekeroog, Wangerooge und Alte Mellum, zu erobern. Noch während der Sitzung wird nach Telefongesprächen mit anderen Generälen und dem Stabschef der First Canadian Army die sofortige Bombardierung beschlossen. Ursula Jansen, damals noch Ursula Jürgens, war 19 Jahre alt. Zwei Jahre vorher war sie von der Schule gegangen, um Rotkreuzschwester zu werden. Ausbildung in einem Lazarett und danach durfte sie nach Wangerooge zurückkehren. Die medizinische Versorgung der Insel war wegen der Soldaten besonders gut. Ein Operationsbunker sollte gerade fertig werden. Nach dem Angriff von Helgoland haben wir dann den Bunker hier eingerichtet. Es musste schneller gehen. Vorher waren nur die leeren Schränke hier. Und von da an wurden dann die Verbandsmittel und Tragen und Bettwäsche und alles hier in den Bunker gebracht. Und abends musste einer von uns hier wachen. Meistens schlief ich dann hier im Bunker. Die Front kam näher. Man hörte schon jeden Tag den Donner von Edewecht und Oldenburg. Und die anderen Städte hier oben an der Küste waren angegriffen worden und die Flieger kamen ja jeden Tag über die Insel. Und da rechneten wir also damit, dass auch Wangerooge angegriffen wurde. Nach Helgoland bekam die Rotkreuzschwester eine neue Aufgabe. Der neue Bunker sollte für den Notfall immer besetzt sein. Ursula Jürgens wurde für den Nachtdienst eingeteilt. Sie war dort zwar ganz allein im Bunker, aber unheimlich war es ihr nicht. Es gab unterirdische Verbindungen zu anderen Bunkern. So, hier stand mein Bett. Dann hatte ich ja noch so einen kleinen Spind hier stehen. Das weiß ich, fällt mir jetzt gerade ein, dass er da auch noch war. Und unter dem Bett hatte ich meinen Koffer. Und von meiner Mutter hatte ich auch noch einen Koffer mitgenommen. Die nötigsten Sachen und so Wertsachen, die aufgehoben werden sollten, weil das zu Hause auch nicht so sicher war. Und dann ging ich jeden Abend um 10 Uhr von zu Hause weg mit meiner Thermosflasche und schlief dann hier im Bunker. Bis morgens um 7 ging ich schnell nach Hause und um 8 Uhr war ich wieder zum Dienst im Revier. Und die erste Nacht war vielleicht ein bisschen komisch hier alleine im Bunker, aber da habe ich mich schnell dran gewöhnt und abends manchmal noch geschrieben. Und das hat mir an sich nichts ausgemacht. Man nahm das so hin und auch selbst beim Bombenangriff im Bunker, wie hier die ganzen Bestecke in den Kästen, das ruppelte alles so und das klirrte alles, da hatten wir an sich keine Angst, muss ich sagen. Weil wir eben beschäftigt waren und man nahm es so hin, ne? Es musste sein. Zum vollständigen Bild der Insel damals gehören nicht nur Krankenschwestern und Ärzte, nicht nur Soldaten und Insulaner. Es gibt auch Zwangsarbeiter auf Wangerooge. Männer und Frauen aus Russland, aus der Ukraine, aus den Niederlanden hierher verschleppt. Die einzigen Fotos von dem Holländerlager gleich neben dem Flugplatz haben britische Aufklärer gemacht. In Holzbaracken waren sie untergebracht, mehr als 300 Männer, die im Sommer 1944 aus anderen Lagern in Holland nach Wangerooge geschafft wurden. Zu der Organisation TOT, einer Bautruppe, die überall im Reich Verteidigungsanlagen baute, kam auch Arnold Obrock nach Wangerooge. Wir haben hauptsächlich arbeiten müssen an die Bunkerbau hier. Es sind viele Bunker auf die dünne Reihe damals entstanden. Und die Holländer haben daar das größte Teil
angearbeitet kann. Mhm. Morgens 7 anfangen, sofort und in Reihe und Glied nach die Bunkerstelle, wo gearbeitet wird. Und das war die ganze Tag durcharbeiten, praktisch ohne Pause. Und die Essenlage, die waren nicht ganz richtig zu nennen. Für die Schwerarbeit, die geleistet worden ist, ja. Die hebben immer Hunger gehad. En am schlimmste war die Bekleidung. Weil Zement frisst die Bekleidung auf, ja, dat wird angetastet. En es gab keine Ersatz für Bekleidung. Alles wat kaputt war, war kaputt und wird immer schlimmer. Ik was Sanitäter damals. Auch meistens Augen. Wegen des Zement wind immer auf der Insel hier. Und das Zement ist in die Augen gekommen, die haben keine Schutzbrille gehabt. Und die Augen waren oft schlimm dran. Gab es Verbindungen mit den Bewohnern von Wangerooge? Es war verboten und trotzdem gab es doch noch kleine Freundschaften, kann man sagen. Die haben auch was abbekommen von die Bevölkerung hier. Die was gegeben haben aan Lebensmittel zum Beispiel. Die haben dann kleine Dinge erledigt, wenn die Leute was zu reparieren hatten. Die haben wel een beetje Arbeit geleistet. In Privatsphäre, kann man sagen. Ja. Es gab keinen Hass? Ja, Hass war. Gegenseitig? Ja. Gegenseitig vielleicht nicht, maar van Holländer aus bestimmt. Dus die Leute, die waren van Haus und Herd vertrieben, kann man sagen. Ja. Keiner war freiwillig hier. Dat is alles Zwangseinlieferung, war es. Dus es gab toch een bestimmte Hass und Hoffnung, dass die Krieg bald zu Ende ist. Immer neue Bunker wurden gebaut bis zum Tag des Angriffs. Schutz für die Zivilbevölkerung genauso wie für die Soldaten. Das Wort von der Rundumverteidigung sollte jedem klar machen, es kann sein, dass der Feind bald von allen Seiten auf die Insel kommt. Die Sirenen wurden wieder ernster genommen und die Wangerooger gingen auch wieder bei jedem Voralarm in die Bunker. Vorbereitet für Stunden und ausgerüstet auch mit diesem Reichspatent, dem Torfstreuklo, für den Fall, dass es Tage dauert, bis man den Bunker wieder verlassen kann. Die Schüler der Volksschule wurden auch schon mal ohne Alarm hierher geschickt. Sie sollten sich dran gewöhnen, Probe sitzen, damit keine Panik aufkommt, wenn es soweit ist. Mit dabei war auch Hanna Neumann, damals 13-jährige Schülerin. Wir haben uns eher einen Spaß daraus gemacht, erinnert sie sich heute. Wir haben gesungen und waren albern. Der Ernst der Situation war überhaupt nicht klar. Am Tag vor dem Angriff war sie noch angeln mit ein paar Jungs am Westturm. Da haben sie den Fliegern zugewunken. Von Gefahr keine Spur. 25. April 1945. Erinnern Sie sich an den Vormittag? Wir hatten Schule. Ganz normal. Schöner Tag. Die Sonne schien herrlich. Und ja, wir hatten Schule und hatten auch Sport. Also Sport hatten wir oft nachmittags. Und es war so schön, dass ich draußen meine Schularbeiten machen konnte. Und mit einer Gisela Esser, die auch bei uns im Hause wohnte. Die Mutter hat gearbeitet, die war nicht im Hause. Und es muss so vor 5 gewesen sein, ich weiß es nicht genau. Als Kind weiß man die Uhrzeit nicht genau. Und auf einmal kam der Voralarm. Während Sie Schularbeiten gemacht haben? Ja, draußen, der Voralarm. Und dann, bei Voralarm waren wir ja noch ganz ruhig, nicht? Das hat man ja gar nicht so, ich habe keine Angst gehabt. Wir machten eine Versorgungsfahrt zum Meer Wassermann. Das war ein hoher Turm, der von der Luftnachrichten damals hier aufgestellt war in Wangerooge. Und die mussten Lebensmittel und so weiter, mussten wir hinfahren. Mein Vater hatte einen Fuhrbetrieb, ich hatte Freiwache. Und das wurde sonst von Soldaten gefahren. Und die waren natürlich froh, dass wir das mal eben machten. Und somit sind wir losgefahren, haben meine Kollegen im Dorf getroffen und sind zusammen hier rausgefahren. Und dann kamen wir kamen hier runter. Und dann sahen wir auf einmal die Flieger oben.
die ja täglich kamen. Die haben uns eigentlich gar nicht mehr ausgemacht. Die kamen tagtäglich rüber. Aber plötzlich kamen zwei oder drei Maschinen, kann ich nicht mehr sagen, runter, schmissen ihre Tannenbäume, ich weiß nicht, was die da im Begriff sind, auf jeden Fall Leuchtkugeln, alles voll. So Angriff zeige ich nicht. Da wussten wir Bescheid, also Bombenangriff. Wir sind also runter von dem Wagen. Wir wussten ja zunächst gar nicht, was passierte, lassen wir die Pferde stehen. Er aber als Besitzer dieser Pferde hatte das große Bedürfnis, die Pferde von diesem Wagen zu befreien. Hat die Pferde ausgespannt und ich hatte... Damit die Pferde genauso weglaufen können. Genauso weglaufen konnten wie wir auch. Trotz Helgoland, trotz aller Vorwarnungen, der Angriff am 25. April kommt für viele völlig überraschend. Grund: menschliches Versagen. In diesem Gefechtsbunker kommen die ersten Meldungen über feindliche Flugzeuge schon an, eine Stunde bevor sie Wangerooge erreichen. Um 4:11 werden die ersten Bomberverbände mit Ziel Wangerooge gemeldet, aber die Informationen nicht weitergegeben. Darum bemerkt auch die Besatzung des Signalturms die Situation eher zufällig und viel zu spät. Georg Mahlknecht hat Dienst auf dem Turm und trifft eine Entscheidung, die er eigentlich gar nicht hätte treffen dürfen. An dieser Stelle saß damals Signal-Obergefreiter Georg Mahlknecht. Er war um 16 Uhr auf Wache gezogen und saß in diesem sonnendurchfluteten Signaldeck. Es war ein sehr schöner Tag und sann vor sich hin. Es war eigentlich nichts los. Eine Viertelstunde vor 5 Uhr hatte er für die Zivilbevölkerung Alarm gegeben, Voralarm gegeben. Und nun dachte er darüber nach, wer wohl diesen schönen Sonnentag, Sonnennachmittag stören würde. Und so griff er in aller Ruhe zur stehenden Leitung, die ihn mit den Marinehelferinnen auf der Signalstation in Schillig verband und fragte, wie ist die Luftlage, wie ist die Lage. Daraufhin sagte die Marinehelferin am Telefon, Mensch, es sind 500 Bomber am Anflug auf Wangerooge, Angriffsziel Wangerooge. Mach den Laden dicht. Viel Glück. Ruf nachher an, wenn alles vorbei ist. Georg Mahlknecht war wie gerührt, wusste nicht, was er machen sollte. 1, 2 Sekunden, 3 Sekunden, dann hörte er ein Rauschen hinter sich. Und da hat er zum ersten Mal dann Fliegeralarm ohne Befehl ausgelöst. Das war eigentlich die Rettung für viele Wangerooger. Denn zu dieser Zeit waren schon die Moskitos über der Insel und hatten über dem Flugplatz die Zielmarkierung abgeworfen. Es war so kurz vor 5. Ich war in die Innenstadt. Und dann auf einmal gab es Alarm. Und auch mit handgemachte Alarm. Und die Soldaten waren ganz aufgeregt. Und dann ist die Bombenangriff losgegangen. Dann bin ich in Deckung gegangen und dann bin ich von einem Bombentrichter zum anderen gehüpft, bis hier oben rauf. Kam in diesen Schützengraben noch eben rein, so reingehechtet. Und schon waren wir alle verschüttet. Nee. Wir sind runter und ich habe natürlich eine schreckliche Angst gehabt und habe natürlich den Kopf in den Schoß von meiner Mutter gelegt und habe mir die Ohren zugehalten, weil es krachte. Und mit einem Mal kam ein, wie soll ich sagen, wir saßen in unserem Keller, der abgestützt war mit Balken, das war Vorschrift. Und davor war der Heizungskeller. Und wir mussten also durch den Heizungskeller in den Luftschutzkeller. Und mit einem Mal knallte die Kellertür, ich weiß nicht, auf oder zu oder irgendwas knallte oben. Und dann kam ganz viel Staub und Mörtel runter. Man hörte diese Erschütterung und der ganze Bunker wackelte. Und unser Oberstaatsarzt sagte dann, ja, man ran an die Arbeit. Wir tun jetzt was, wenn einer drauf fällt, sind wir sowieso alle hops, also wird was getan. Und dadurch war das irgendwie entschärft, die ganze Sache. Und wir hatten alle unsere Aufgaben, was wir vorbereiten mussten und da ging die Zeit auch schnell rum. Und man achtete auf den nächsten Einschlag, wo es war und...
Es war so ein Krach auf einmal, ja. Und da war ein Eimersloch, ganz in der Nähe, da bin ich, habe mich einfallen lassen. Und da habe ich das von dort aus erlebt, die Hölle, die auf einmal losgebrand war. Schrecklich, alles war dunkel, alles zand, staub und zo weiter. Und viele Leute habe ik geschreien. Und dann war ich etwa so 10 Minuten drin, dann bin ich wieder rausgestiegen. Und dann ist wieder eine neue Welle angekommen, mit Flugzeug, ein neuer Angriff. Und dann bin ich wieder reingesackt in das Einmannsloch. I can recall the target indicators going down and then the flak, anti-aircraft fire started. And it was very intense and quite effective. And my strongest impression is an aircraft just in front of us was hit and it was falling out of the sky. And it collided with another one on the way down, chopped the tail, the rear turret, off. And the air gunner was still inside as he went past our aeroplane, and I can still see that man's face. He died, of course, I suppose. Wir haben so in der Hocke gesessen die ganze Zeit. Und als die Bomben einschlugen, wurde der oben, der Graben zusammengedrückt. Sodass wir also hier unten, von hinten und vorne, richtig wie durch einen Schraubstock eingeklemmt waren. Wir hätten nicht zur Seite und auch nicht nach oben gekonnt. Und so haben wir gesessen. Es war natürlich hier unten, war Luft reichlich vorhanden. Wir hätten also da eine Stunde oder zwei oder was sitzen können. Aber das war eigentlich unsere größte Sorge, dass wir da ersticken würden im Laufe der Zeit. Und darum wurde dann auch gesagt, hör auf mit der Schreierei um Hilfe, das hört sowieso niemand. Und unser Glück war, man hat mir jetzt im Nachhinein, der uns da ausgegraben hat, der Soldat, der hat mir im Vorjahr erzählt, der neben uns sitzende Soldat hätte einen Karabiner in der Hand gehabt. Und dieser Karabiner hätte so ein Stück oben rausgeguckt aus diesem Sand. Und das war, vielleicht war auch unser Glück, dass überhaupt ein Soldat bei uns war. Denn den haben die Kollegen ja gesucht. Die haben seine Kameraden haben die gesucht. Die haben von uns vielleicht gar nichts gewusst, weil es ja so eine Knallerei und so ein Durcheinander war, dass da jeder nur noch an sich selbst gedacht hat. Is there a place for thinking about people? Below, you mean? Yes. No, you couldn't allow yourself to do that. There's been, understandably, a lot of contention about indiscriminate bombing. I can say hand on heart that my crew never bombed indiscriminately. We didn't always hit what we were aiming for, but the bombing run was the worst part of the operation. You had to keep the aircraft straight and level for perhaps 2 minutes, and that's when you were most vulnerable. So it was just a feeling of relief once the bombs were released and you could turn the aircraft off the target and make back for home. So one was thinking about one's own safety, I'm afraid, rather than the people down below. Ich konnte nichts sehen, die Kellerdecke war eingestürzt. Ich lag ganz unglücklich, mein linkes Bein lag ganz hoch, das andere stand. Und den einen Arm hatte ich so und hier die andere Hand. Und konnte meinen Kopf nicht bewegen. Es war dunkel, es war nur Schutt. Also muss es ja gewesen sein, sehen konnte ich ja nichts. Und ja, ich wusste erst gar nicht, was los war
Und dann hörte ich unter mir anschreien. Und das war die Gisela Esser, mit der ich Schularbeiten gemacht hatte. Und da dachte ich, du bist ja nicht allein. Und ich dachte, jetzt musst du sterben. Aber ich wollte ja nicht sterben. Ich hatte auch Angst vorm Sterben. Aber es dauerte und dauerte. Es ist eine Ewigkeit gewesen, die ich im Keller lag. Und ich wurde aber immer ruhiger. Ganz komisch. Die Luft wurde dünner. Es war sehr heiß. Und ich merkte, dass Sand runterrieselte. Mein Mund war trocken. Meine Nase war trocken. Und Schmerzen hatte ich nicht. Also nicht, dass ich irgendwie Schmerzen hatte. Gar nicht. Bewegen konnte ich mich nicht. Ich konnte nur eine Hand bewegen, diese hier. Eine Bombe traf den hinteren Teil des Hauses Seerose. Hanna Neumann und ihre Freundin haben überlebt. Erst nach 6,5 Stunden können sie aus den Trümmern befreit werden. 6 Frauen und 4 Kinder sind im Keller ums Leben gekommen, darunter ihre Schwester und ihre Mutter. Als der Qualm und die Staubwolken nach etwa 1 Stunde verzogen sind, kommen wieder englische Aufklärer und fotografieren das Ergebnis von 6.000 abgeworfenen Sprengbomben. Ein paar Dutzend von ihnen haben den Ort getroffen. Ja, sind ja über 300 Tote, ne? Und die anderen Toten, die ausgegraben wurden, konnte denn ja abends mit, als die anderen Ärzte gekommen waren, also Dr. Selter zu mir, wir wollten mal eben einen Rundgang machen, gucken, was in der Nachbarschaft war. Und waren wir oben im Germania. Da wurde noch fleißig gegraben, da war meine Oma und meine Tante und die Kinder alle verschüttet. Man hörte sie auch noch, aber da konnte niemand rankommen. Und die sind dann erstickt worden. Und dann wurden von überall Verletzte und Tote gebracht und die wurden in mehrere Sterne in der Westveranda, wurden die alle aufgebahrt, ne? Lagen alle auf dem Fußboden da. Und am nächsten Tag holte die Schwester Anselma mich denn, nächsten Vormittag, und sagte, du kennst alle hier auf der Insel, dann wollen wir eben sehen, wer das alles ist. Die sahen zum Teil schrecklich aus, weil die meisten dann erstickt, ne? Ich wurde wieder wach, wie ich in den Operationsbunker kam. Dann lagen ganz viele Leute auf Betten und saßen und waren verwundet. Es waren Russen, es waren alles durcheinander. Alle Menschen, die verwundet waren, saßen oder lagen da. So viel Platz war ja auch nicht. Sie mussten auf der Erde sitzen. Und dann kamen wir auf ein Bett. Und ja, dann weiß ich es nicht mehr. Ja, wenn ich in das Lager kam, war auch schrecklich, sah es aus. Ja, die Leute haben in- und ausgelaufen aus die Baracken, haben auch nicht gewusst, was auf einmal los war. Und er waren viele Tote und schwer Verletzte. Und das Lager, das war die Dächer alle ab. Und die Fensterscheiben kapot. War auch sehr schlimm. Und die Menschen, unter dem Weg nach dem Lager zu, habe ich unterwegs auch schon viele Tote getroffen. Die auch erwischt worden sind auf einmal. Ja. Das war ein schrecklicher Angriff. Ik heb het schon erwähnt, keiner had het erwartet. Auch die Leute im Lager nicht. Überraschung, sehr schlimme Überraschung. Ein richtiger Weltuntergang, das ganze Dorf. Und im Lager alle Menschen durcheinander. Für Zwangsarbeiter war kein Platz in den Bunkern vorgesehen. Die meisten kamen gerade von der Arbeit, standen unter den Duschen. Aber auch für die meisten Wangeroger kam der Alarm so spät, dass sie den Weg in die Bunker gar nicht mehr geschafft haben. Fast alle Stellungen der Marine sind zerstört. Trotzdem melden sich die meisten noch am selben Abend wieder einsatzbereit. Aber für die Insel ist der Krieg nach diesem Tag praktisch vorbei. Es wird aufgeräumt und Buch geführt über die Verluste. Beispiel Haus Charlotte, 4 Tage danach, eine stark verkohlte Leiche, ein Stahlhelm mit Kiefer, ein Bein weiblichen Geschlechts, 2 Mann nicht zu identifizieren und so weiter und so weiter.
Und dann kam wirklich der Schock erst für uns. Wir sind dann noch zum Friedhof am gleichen Abend. Und dann kam es, da hat man das erst richtig begriffen, dass sie in der Erde lagen. Meine Mutter, meine Schwester. Und mein Bruder, der hatte auf einer Kiste gesessen. Auch da irgendwie stand, es da waren wohl Geräte drin. Und er konnte nicht mehr aufstehen und laufen. Er hatte eine Schocklinge. Und er wurde von meinem Vater nach Hause getragen. Das heißt, er ist noch am selben Abend ins Krankenhaus gekommen. Tja. Gezählt werden in den folgenden Wochen und Monaten mindestens 120 tote Zwangsarbeiter, 166 tote Soldaten und Wehrmachtsangestellte, 34 tote Wangeroger. Die genaue Zahl der Opfer am Ende dieses Tages hat auch Hans-Jürgen Jürgens nicht herausfinden können. Meine Beurteilung hat sich verändert, insofern, weil ich früher ja gar kein Urteil fällen konnte. Aber heute sage ich, dass ein jeder Krieg eine solche Unsumme von Geld und Volksvermögen verschlingt, ganz abgesehen von den Zerstörungen, die angerichtet werden, und von den Menschenleben, die vernichtet werden. Denn jeder hat ja sein eigenes Schicksal. Und jeder Einzelne, schon von 100, von 1000, 10.000, können wir uns gar nicht vorstellen, um jeden Einzelnen wird geweint. Und jeder Einzelne, sein Schicksal, und das kann man nicht einfach so wegwenden. Das kann man auch nicht addieren mit Zahlen und so weiter. Aber ein Krieg ist der größte Unsinn, den es heute gibt. Could you imagine to go there if they invite you? I would love to go there, yes, I think so. I don't know what sort of a reception I might get. I'm hopeful that the war is between us is over, and that 50 years ago. Yes, but if I was a German and I'd lost friends and relatives in the war, I might be bitter. I don't know. I hope I wouldn't. It was an impersonal war, was mine, because we never. It wasn't like being a soldier when you were in. Physical combat with the opposition. It was rather more impersonal. Mm-hmm. I might be a bit wary of what sort of reception I would get if I met someone in Wangerhoos who was there when I was dropping bombs on them, and I would go, yes, if I was invited, I think. Wochenlang haben Wangeruger Gemeindevertreter überlegt, diskutiert und am Ende die Entscheidung getroffen. Auch in diesem Jahr wird kein Engländer an der Gedenkfeier für die Toten teilnehmen. Begründung: Die Einladung wäre für die Gemeinde zu teuer.